Hallo, ich grüße euch. Mein Name ist Connor vom Freizeit-Idylle am See. Und ich bin jetzt hier zu Hause und ich möchte euch gerne zeigen, wie ich eine Mörtelpistole bastel aus einer PET-Flasche. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich dafür alles benutze. Diese PET-Flasche, die ist ja leicht knüllbar, also squeezable. Und daher super geeignet. Dann habe ich den Deckel schon mal präpariert. Und zwar habe ich da mit einem Messer ein Loch reingebohrt. Etwa in der Größe passend für diese Kugelschreiberhülle, an der ich den Bügel schon abgeschnitten habe mit dem Messer. Und ja, zum Glück ist das Ding durchsichtig. Das heißt, man sieht auch gut, wenn es dreckig ist oder so. Genau, und das stecke ich jetzt hier mal rein. Das wird dann durchgeschoben, wird der Deckel auf die Flasche geschraubt. So, dann schiebe ich das mal durch. Und so, ich verwende jetzt dazu diesen Montagekleber, damit das ein bisschen abgedichtet wird, diese innere kleine runde Kante. Genauso könnte man auch Sekundenkleber oder Heißklebepistole oder Leim oder Silikon benutzen oder Acryl. Ich habe jetzt diese innere Kante hier mit dem Montagekleber zugeklebt, damit kein Beton durchlaufen kann. So, ganz wichtig, ich habe das jetzt hier schon mal raufgeschraubt, einmal kurz zur Probe, damit das nachher auch schraubbar ist im Nachhinein. Weil das Problem wäre ja sonst, wenn ja jetzt der Montagekleber aushärtet und das nicht vorher so angepasst ist, dann geht das natürlich nicht mehr zuzuschrauben, weil dann quasi der Kleber im Weg ist im Gewinde. So, mal schnell wieder abgeschraubt. Und jetzt bleibt das noch ein Stündchen trocknen. So, da bin ich jetzt im Garten angekommen und ich möchte jetzt mit dieser PET-Flasche, dieser Spritze, den Mörtel da oben in diese Rille reinfügen. Und ja, das werde ich jetzt mit dieser gefüllten PET-Flasche machen. Ich habe da jetzt schon ca. 200 Milliliter Wasser und einiges an Mörtel, Mauerputzmörtel eingeführt und schon geschüttelt und jetzt tue ich noch den Deckel drauf und dann kann es losgehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ja, wenn es hinhaut, würde ich mich freuen. Wäre natürlich der Knüller. So, geht los. Ja, super, scheint ja echt zu funktionieren. Ich bin begeistert. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr, dass immer mehr Leute meine Videos auch anschauen. Und vielen Dank für den Support auch weiterhin. Und ja, wenn ihr mögt, gebt uns doch gerne ein Like oder abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und ja,
Ich sage mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.